Dremio Lokale Zockergemeinde und willkommen zu diesem Unboxing eines eher gewöhnlicheren Teils. Der Grund, weswegen ich für dieses Teil ein Unboxing mache, liegt einfach daran, dass ich selbst ein bisschen forschen musste, um herauszufinden, ob das Netzteil die für mich benötigten 4-Pin-Stecker hat oder nicht. Bei den Produktbildern des Corsair-Pendants dazu waren zum Beispiel keine 4-Pin-Stecker zu sehen. Ich glaube, ich habe dann später doch auch noch Bilder gefunden, wo welche zu sehen sind, aber bin mir da nicht sicher. Gut, dann haben wir das Problem mit Bild und Ton bei mir. Ich hoffe, dass der Ton jetzt funktioniert. Ich habe es nämlich so, dass ich das Bild vom Camcorder habe, weil der einfach das bessere Bild hat, aber relativ schlechtes Mikrofon. Und den Ton vom Smartphone. Ich nehme das jetzt beides gleichzeitig auf und werde das schlussendlich quasi schneiden im Videobearbeitungsprogramm, dass ich halt einfach beim Camcorder-Video die Tonspur stumm schalte und beim Handy-Video quasi das Bild des Camcorders drüber lege, damit wir das Bild des Camcorders und den Ton des Smartphones haben. Gut. Bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Gerät kommen, noch etwas Kurzes vorweg. Ich habe mir gleichzeitig nämlich noch hier die Beleuchtung gekauft und dafür hätten wir hier dieses LED Selfie Ring Light. Wir haben hier das Ringlicht, wir haben theoretisch eine Smartphone-Halterung, die aber aufgrund der Tatsache, dass ich nur die Frontkamera nutzen kann, halt nicht wirklich Sinn und Zweck hat. Auf dem zweiten Arm hängt jetzt der Camcorder drauf. Und ja, im Lieferumfang ist explizit nichts weiter enthalten. Da haben wir jetzt wirklich nur hier diesen Arm hier mit der Fernsteuerung, die drei Lichtarten hat. Kaltes Licht, warmes Licht und kombiniertes Licht. Und das war's. Gut. Was das Netzteil angeht, ich musste es schon mal kurz öffnen, um zu schauen, weil Digitec, der Händler, wo ich es gekauft habe, hat so das Händchen dafür, EU-Teile zu kaufen, die nicht explizit für die Schweiz verpackt sind. Entsprechend haben viele Gerätschaften bei Digitec keine Schweizer Stecker. Und es ist auch bei dem Ding so. Da! Es ist kein Schweizer Stecker enthalten. Okay. Und darum habe ich das schon soweit mal kurz geöffnet, reingeschaut, wegen dem Kabel und Digitec schon angeschrieben, weil sie sind verpflichtet, wenn es nicht enthalten ist, eins zusätzlich zu schicken. Cool. So, jetzt muss ich gucken, das ist alles ein bisschen sehr nah. Naja, wird schon schief gehen. geht immer noch ein bisschen weiter weg irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ja, ich muss das Ganze hier noch so ein bisschen... ja. Gut. Also, wir öffnen das mal. Dafür haben wir hier klassische Schlaufe. So. Und so. Ist mehrschichtig. Wir haben hier eine Matroschka. So. Dann next step. Und hier haben wir den grundlegenden Inhalt. Jetzt kann man gucken, kann ich das irgendwie unterlegen? Funktioniert. etwas weiter nach hinten. So. Dann haben wir erst einmal hier ein Handbuch. User Manual, das sehen wir, was es gibt. 450, 500, 600, 700, 850 und 1000. Ich habe das 550er. Sollte eigentlich reichen. Ich habe mir kurz ein Programm runtergeladen, welches
den Stromverbrauch messen soll und der kam nie auf 140 Watt. Also ich schätze mal, selbst wenn das nur als Richtwert angesehen werden kann, komme ich aber nicht über 200 hinaus. Entsprechend sollte 550 reichen. Dann haben wir hier die erste Verkabelung. Sehen wir mal, was wir da haben. VGA 2 Kabel, 6 Pin plus 2 Pin. Das müsste für die Grafikkarte sein. Dann müssten wir davon eigentlich noch ein zweites haben. Ja, da. Das sind die beiden Grafikkartenkabel. Ich benötige die. So. Also 2 6 Pin für die Grafikkarte. Dann haben wir hier das, weswegen ich mich für dieses Ding entschieden habe. Den CPU, steht sogar groß angeschrieben. Komm mal hier hin, Licht. Da, CPU mit 2 Vierpinnern. Und das ist genau das, was ich brauche. Einen Vierpin. Der andere, der hängt halt einfach blöde dann in der Luft. Aber hey, was will man machen? Ist halt so, ne? Und dann haben wir natürlich das ganz große Teil, der Hauptstecker, Main Connector. Warum der hier im Netzteil 2 hat, frage ich mich gerade. Ja, das ist cool. Dann kommen wir zur anderen Seite. So, und hier haben wir erstmal dieses komische Ding. Wofür das genau ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie Mainboard zu... Ich glaube, viele ältere Lüfter haben so einen Anschluss oder Stecker. Obwohl, ich kann den theoretisch auch... Nee, zu dunkel. Gut, dann haben wir... Die SATA-Stecker oder Kabel. Hier haben wir zum Beispiel so einen Anschluss. Keine Ahnung. HDD-DVD. I don't know für was. Hier hätten wir zum Beispiel zwei SATA und noch zwei von den älteren Steckern. Wahrscheinlich eher nicht so das, was ich brauche. Dann haben wir hier einen 4er SATA. Kabel, 1, 2, 3, 4 SATA-Anschlüsse, sprich für Festplatten. Und hier haben wir nochmal so einen 2er SATA und 3er SATA und einer von diesen HDD-DVD-Dingern. Ja, keine Ahnung, ich werde sehen, welche sich verbauen werden muss. Dann haben wir das Stromkabel, wo wir eben das Problem haben. Es ist der deutsche Stecker, der bei uns in der Schweiz keinerlei Funktionalität hat. Weil allein die hier zu dick für unsere Steckdosen sind. Funktionieren wird es trotzdem, weil es ist einfach ein stinknormales Stromkabel für so ein Netzteil. Das heißt, ich kann das verwenden, was aktuell drin steckt. Also... Bricht sich jetzt kein Bein. Es geht einfach ums Prinzip, deswegen habe ich ihn geschrieben. Und dann kommen wir noch zum Herzstück. Na okay. Der Verpackung. Ah, kann man aussehen. Dem eigentlichen Netzteil. Oh, oh, ah, oh. Oh. Gutes Netzteil, gutes Netzteil. So. Wir wollen hier keine Asus-Werbung machen, was weg mit dir. Jo, so bauen wir das jetzt ein. Oder? Oder? Hm. Ja.
Richtiger Schweizer hat immer ein Taschenmesser zur Hand. So. Offenes. Pfeffer, damit es nicht nass wird. Das sieht zumindest aus wie große Pfefferkörner. So. Und da hätten wir das Schmuckleteil. Vernietet offenbar. 80 plus Goldzertifizierung. Von Be Quiet, mehrfach angeschrieben, da und da eingestanzt, auf dem Ventilator auch schön geschrieben. Der hat ja noch ein Gitter drüber. Sieht schon ganz schick aus, muss ich zugeben. Und dann natürlich das Beste daran, die Modularität, wo so klar war wegen den Kabeln. Ne? Ja, Warranty Void if Removed, also diesen Kleber hier nicht ablösen, sonst ist die Garantie verfallen. Dann, was hat mein aktuelles Netzteil auch nicht hat, der Schalter hier, hat mein Netzteil nicht. Ja, was soll ich dazu? Okay, das ist irgendwas Stoffiges drauf. Okay. Was soll ich da sonst noch zu sagen? Alles, was jetzt noch bleibt, ist das hier irgendwie hinzulegen, dass alles auf dem Bild ist, ne? Ich kriege natürlich nicht alles aufs Bild, das kann ich knicken. Jedenfalls nicht so, dass man es sieht. So. Und so. Ja, also, wir haben das Netzteil selber. Wir haben einige Kabel, wovon wir 3 Pin, 4 Pin, 8 Pin in Kombination haben. Also so wie ihr. Das kann man ja zusammenlegen, dann wird aus 6, 8 Pin oder bei dem CPU-Ding. Wird, wenn man sie zusammenlegt, aus den zwei Vierern 8er Pinner, also komplett modular auf beiden Seiten. Das ist genau das, was ich gesucht und gebraucht habe. Wo ich natürlich nicht geschaut habe, ist hier beim Main Connector, ob das so funktioniert, ob der passt. Aber ja, wenn der Rest funktioniert, dann muss auch das funktionieren. Gut. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis denne und möge die Macht mit euch sein.